Heute in den News. Neues Gebäudeenergiegesetz gilt seit 01.01.2024. Außerdem, Hersteller melden Rückgang bei Wärmepumpen im zweiten Quartal 2023. Und neue Förderung für den Austausch von Heizungsanlagen. Und damit herzlich willkommen hier zu den SHK Info News heute am Dienstag, dem 2. Januar 2024. Wir präsentieren euch hier die aktuellen Themen, Neuigkeiten, Mitteilungen und die News aus der SHK-Branche. Und damit komme ich schon zu unserer ersten Mitteilung, nämlich, dass wir von SHK Info euch in Zukunft jeden Dienstag um 19 Uhr hier die aktuellen Themen der Branche präsentieren werden. Dabei schauen wir einfach, was ist die vergangene Woche so an Neuigkeiten aufgekommen und an aktuellen Themen oder Pressemeldungen, werden die ein bisschen aussortieren und euch so die 2, 3, 4 wichtigsten Themen hier regelmäßig präsentieren. Wenn ihr also immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, solltet ihr jetzt die SHK Info News auf jeden Fall abonnieren. Und falls ihr mal Nachrichten habt, die wir vielleicht verpasst haben oder wo ihr sagt, Mensch, die sind aber interessant, dass die bei uns gezeigt werden sollten, dann könnt ihr uns gerne den ein oder anderen Tipp per E-Mail schicken und zwar unter news@shk-info.de. Ganz vielen Dank dafür. Ja, und dann kommen wir jetzt direkt zu unserer ersten richtigen Mitteilung. Und zwar seit Anfang des Jahres gilt ja jetzt das neue Gebäudeenergiegesetz. Nachdem das ganze vergangene Jahr darüber ein riesen Diskussionsthema gemacht wurde, unter anderem es ja auch als das Heizungsgesetz genannt wurde oder Heizungsverbot und so weiter, ist das Ganze jetzt also fest. Bereits am 19. Oktober letzten Jahres wurde das Ganze durch den Bundestag gebracht und in den Bundesanzeiger gebracht. Und ab jetzt gilt das ganze Gesetz. Also dürfen neu eingebaute Heizungen nur noch eingebaut werden, wenn sie mindestens 65% mit erneuerbaren Energien versorgt werden. Beziehungsweise es gibt die ein oder andere Übergangsfrist bis zum Jahr 2026 beziehungsweise 2028. Das hängt dann mit den Wärmeplanungen der einzelnen Kommunen zusammen. Solange die Wärmeplanungen noch nicht durchgeführt sind, darf auch weiterhin eine andere Heizung, die auf fossilen Energieträgern beruht, eingebaut werden. Allerdings gilt dann hier eine Beratungspflicht. Bedeutet, wer so eine Anlage noch einbauen möchte, muss zunächst verpflichtend von einem entsprechend Bevollmächtigten, also zum Beispiel einem Energieberater, einem Installateur oder einem Elektriker, Klima- und Kälteanlagenbauer etc. vorher beraten werden. Dafür gibt es auch ein Beratungsprotokoll vom Bundeswirtschaftsministerium, welche Inhalte hier in der Beratung durchzuführen sind. Dieses Beratungsprotokoll ist zu unterschreiben und aufzubewahren. Alle anderen wichtigen Themen zum aktuellen GEG-Gesetz, also dem Gebäudeenergiegesetz, erfahrt ihr aber auch bei uns bei SHK Info. Und zwar am Sonntag wird es extra ein Video geben, wo wir euch alle Inhalte aus dem GEG, zumindest was das Heizungsthema angeht, präsentieren werden. Also wie kann ich zukünftig diese EE-Regel erfüllen? Welche Übergangsfristen gelten genau? Wann sind diese Wärmeplanungen umzusetzen? Und so weiter und so fort. Also auch das solltet ihr nicht verpassen. Jetzt am Sonntag ab 10 Uhr bei uns auf SHK Info. Unser zweites Thema behandelt den starken Rückgang bei den eingebauten Wärmepumpen im vergangenen Jahr. Und zwar wurden in der ersten Jahreshälfte 2023 so viele Wärmepumpen eingebaut wie noch nie zuvor. Im zweiten Halbjahr konnte man aber einen extremen Rückgang an den eingebauten Wärmepumpen verzeichnen. Sogar im Gegenteil, es war eine komplette Flaute auf dem Wärmepumpenmarkt und stattdessen wurden wieder massiv viele Gasheizungen und Ölheizungen eingebaut. Und das führte natürlich auch dazu, dass bei den Herstellern ja ein großer Nachfragerückgang anlag, sodass sogar ganze Produktionsstandorte erst einmal stillgelegt werden mussten. Und ein Hersteller hat sogar berichtet, sollte Anfang des Jahres 2024 nicht der Markt rasch wieder an Fahrt aufnehmen, müssen sogar Stellen abgebaut werden. Das Ganze haben wir gefunden in einem Pressebericht im NDR. Den haben wir euch unten in der Videobeschreibung natürlich auch verlinkt. Und damit kommen wir noch zu unserer nächsten Meldung für die heutigen News.
Es geht um die Förderung von Heizungsaustauschen im Rahmen der BEG-Förderung. Und zwar wurden seit dem 01.01.2024 neue Förderrichtlinien erlassen für das BEG, also die Bundesförderung effiziente Gebäude. Grundsätzlich gibt es eine Grundförderung von 30% für den Austausch alter Heizungsanlagen. Außerdem ist ein Effizienzbonus von 5% möglich bei der Wärmequelle Wasser, Erdreich oder Abwasser. Oder wenn ich bei Luftwärmepumpen natürliche Kältemittel verwende. Es gibt auch noch einen Klimageschwindigkeitsbonus von 20%, wenn ich bis 2028 eine Heizungsanlage, die noch nicht austauschpflichtig ist, vorzeitig erneuere. Ein einkommensabhängiger Bonus von 30% bei Eigentümern mit weniger als 40.000 Euro zu versteuerndem Haushaltseinkommen ist auch noch möglich. Die ganzen einzelnen Fördersätze sind kumulierbar bis zu einem maximalen Fördersatz von 70%. Was jetzt eine Neuerung ist, die Antragstellung für die Heizungsförderung läuft nicht mehr über das BAFA, sondern über die KfW, so wie es früher schon einmal war. Voraussichtlich können hier die Förderanträge aber erst ab dem 27.02.2024 gestellt werden. Übergangsweise dürfen aber die Projekte, die gefördert werden sollen, schon umgesetzt werden und ausnahmsweise darf der Förderantrag dann nachträglich gestellt werden. Diese Übergangsregelung bei der Heizungsförderung gilt allerdings befristet. Wer zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 31. August 2024 einen Heizungsaustausch beauftragt, der kann den Antrag noch bis zum 30. November 2024 nachholen. Die anderen Förderungen, es gab noch die 20% Förderung für Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung. Die werden weiterhin über das BAFA abgewickelt und stehen seit dem 1. Januar auch zur Verfügung. Ja, das waren unsere SHK News heute am 2. Januar. Nächste Woche gibt es nochmal News für euch. Wir sehen uns. Bis dann.